Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist der Joe. Und der Joe... Ich beschwöre. Oh, das sah so wirklich ein bisschen creepy aus mit dem Knochendings da so um uns rum. Okay, ich habe einen Spruch an dieser Stelle. YouTube hat dieses Video gestrikt. Danke schön. Nur weil du so gut singen kannst. So, wir befinden uns hier im Spielplatz. Das wird ein Spielplatz für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Für alle, die Joes Video noch nicht gesehen haben, sollten. Schaut's an. Nein, Spaß. Wir bauen hier einen... Schaut's schon an, aber trotzdem Spaß. Weil wir bauen hier nämlich einen Spielplatz. Und zwar im Wikinger-Theme. Das Interessante hier dran wird sein, dass wir jetzt nie wieder am Schloss bauen. Das ist aber gelogen. Ja, ist auch gelogen. Genau, also wir werden aber jetzt trotz alledem, das Schloss ist ja so weit, wie es geht. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erläutert, eigentlich weitestgehend fertig. Deswegen treiben wir uns jetzt im Redstone Park herum. Im Rotstein Park, Entschuldigung. Aber Coco, ja, bitte. Wirst du ab der heutigen Folge auch die Videos anders nennen? Also quasi Rotstein Park Episode 1? Könnte ich machen. Also ja, warum nicht? Warum nicht, ja? Mache ich, aber ob ich die mit Nummern versehe, das überlege ich mir auch nochmal. Aber ich werde es dann so, das ist eine gute Idee, ja. Projekt heißt Rotstein Park. Rotsteinpark, genau. Also ich nenne sie auch Rotsteinpark, nicht mehr Redstone World. Ihr werdet das alle checken, ihr werdet das alle hinbekommen. Wer es nicht hinkriegt, der hat nicht abonniert. Der hat nicht abonniert. Die Chronologie nicht. Richtig, ist so schade aus. Genau, und wir bauen hier Wikinger-Theme-Spielplatz und haben schon verschiedene Ideen. Also hier da hinten bei den Blauen, dort kommt ein Langhaus hin höchstwahrscheinlich. Das wird als Art Hüpfburg gebaut, vermute ich. Dann hier, da, was, wo hier diese Dinge liegen, da kommt ein Wikinger-Schiff auf dem Trockendock hin. Und die roten Blöcke hier außen rum, da kommt eine Palisade. Und die Palisade werden wir heute bauen, das ist Thema für heute. Ich bin gespannt, ob wir damit durchkommen. Ich denke mal, wir werden ein bisschen noch in einer anderen Folge weiterbauen. Und dann werden wir Stück für Stück Dinge hinzubasteln, die wir alle noch haben wollen. Mal schauen. Ja, jetzt haben wir schon mal unser Eingangsportal, das dürfen wir auch gestalten. Das machen wir aber zuletzt. Wir gehen jetzt mal her und machen eine Palisade. Und ich denke mal, jeder von euch hat schon mal gesehen, wie man Palisaden baut. Also jeder, der mich kennt. Das Eingangsportal ist vor allem wichtig, Coco, dass wir Folgendes beachten. Das Ding ist nur ein One-Way. Also du brauchst noch einen Ausgang. Theoretisch können wir aber auch eine Druckplatte dahinter machen, dass sich das Ding öffnet. Aber eigentlich ist es eine One-Way-Geschichte. Wir müssten also theoretisch noch einen dedizierten Ausgang bauen. Oh, das sieht gut aus. Ja, also wie gesagt, die Leute, die schon länger auf meinem Kanal sind, die haben schon den ein oder anderen Palisadenwall von mir gesehen. In meinem Adventskalender, du hast ihn sogar auch schon gesehen, ne? Mein Adventskalender war eine Palisade um das ganze Ding rum. Ah, wir könnten hier diesen Pfosten mit einbauen. Das wäre doch irgendwie ganz cool. Wir nutzen, was uns gegeben. So, das Schöne ist, mit diesem Palisadenwall ist auch gleichzeitig hier irgendwo eine Abgrenzung gemacht. Das heißt, man kommt nicht automatisch hier irgendwo rein, sondern man muss wirklich den Eingang auch nehmen. Du kannst ja eigentlich auch ein bisschen weiter nach hinten bauen, sodass man die Tickerkontrolle überschreitet. Also dann sieht das nicht so ganz doof aus. Wir können die auch komplett klein machen. Das ist schon das Minimalste, was hier möglich ist, wie du siehst. Ja, das wird nicht stören. Wir bauen das schön in das Tor ein. Keine Sorge, das kriegen wir gut hin, denke ich. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, vergiss nicht, wir brauchen noch einen Ausgang. Also wir müssen noch irgendwie hier daneben Ausgang bauen. Braucht der Ausgang auch irgendwie, was braucht der für speziell, wie muss der gestaltet sein? Das musst du mir dann einfach sagen. Theoretisch, wenn du möchtest, kann ich genau das gleiche nochmal daneben bauen. Ja, dann machen wir das so. Warum nicht? Also Palisadenwall bauen ist eigentlich relativ einfach. Man schnappt sich verschiedenste Holzblöcke. Im besten Fall in einem Farbtheme, aber man kann auch jetzt hier noch einfach Birkenholz, nee, Birkenholz wollte ich nicht sagen, Eichenholz mit reinbauen. Birkenholz wäre auch mal spannend, einfach so zwischendrin sowas ganz Helles. Aber Eichenholz passt irgendwie noch ganz gut und das dunkle Eiche passt auch super. Also da kann man echt variieren und das passt dann ganz gut. Ich zeige euch das jetzt auch gleich mal. Dark Oak, wo haben wir es? Da haben wir es. Ich glaube, Dark Oak passt sogar besser wie normale Eiche. Und dann wirklich auch unterschiedliche Höhen. Ja, bitte, was los? Nichts, alles gut. Er lacht in sein Bad. Nein, das ist das Wie.
aber ist nicht schlimm. Ach so, wie in als? Ich nimm's dir nicht übel. Nee, das ist auch völlig gut. In Ordnung. Das haben wir doch schon mal geklärt. Nein, haben wir nicht geklärt. Das ist, ich habe neulich noch mal mit jemandem drüber gesprochen im deutschen Studium, weil es mich so angefuchst hat. Nein, stopp. Stopp, du musst schon mit normalen Menschen drüber reden und nicht mit Leuten aus dem Deutschstudium. weißt du, das sind Lehrer, das ist eine ganz besondere Kategorie. Die gehen aus der Schule heim, sperren sich daheim in den Schrank ein und gehen erst in der Früh wieder raus, wenn sie in die Schule gehen. Also das ist ein ganz anderes Völkchen. Manche machen auch YouTube-Videos, aber... Das war so geil. Das gut. Irgendwann hat es mal ein Lehrer bei mir in der Schule gesagt, was meint ihr eigentlich, was Lehrer in ihrer Freizeit machen? Weil ihr seid immer überrascht, wenn ihr die in der Öffentlichkeit trifft. Wir laufen auch normal rum und gehen einkaufen. Und tatsächlich gehen wir nicht nach Hause und sperren unseren Schrank ein. Aber da habe ich echt das erste Mal überlegt, so, ist eigentlich richtig. Habe ich mir noch nie drüber nachgedacht. Alter. Nein. Bisschen mehr Respekt vor den Lehrern hier. Ja, absolut, absolut. Das ist eine 6 für den Kroko. Was? Was? Naja, 6 Punkte sind immerhin noch eine 4. Ne? Oh Gott, ey. Das sind diese Systemmenschen, die dann die quasi die Schwachstelle im System suchen. Ja, schlimm. Nein, ich habe mich immer ganz gut mit meinen Lehrern verstanden. Zumindest mit den meisten. Ey, ist so cool, das sagt mir jetzt, wir haben noch 9 Minuten für die Folge. Ja, das dachte ich mir, kein Spaß. Nee, oder? Du hast 15 Minuten eingestellt, oder? Ich habe vorhin 15 Minuten gemacht, aber das ist witzig. Also theoretisch können wir das übelst gut benutzen. Ich finde das total cool. Ich finde das total cool und alle wissen dann so, okay, noch so und so lang. Schauen wir mal. Ja, das Problem ist, mit nur einmal alle 20 Minuten angezeigt, deshalb ist das statistisch gesehen wird es mal eine Folge geben, der wird das nicht sehen. Ach so. Ich dachte, der macht das irgendwie, dass der jetzt am Ende runterzählt quasi und sagt mir jetzt in 5 Minuten nochmal Achtung, in 5 Minuten das läuft eine Folge. Am Ende zählt er runter. Ja, aber dann passt doch alles, oder? Nur das Klingeling, was du gerade hattest, das passiert einmal zum Morgenaufgang. Du wirst nämlich merken, dass die Soundkulisse sich jetzt auch umgebaut hat. Okay. Jeden Morgen, immer wenn die Sonne aufgeht, gibt es einmal diesen Gong. Siehst du da? Das ist echt süß, ja. Danke. So. Also das dauert echt ewig, diese Palisade zu bauen, muss man ganz ehrlich sein. Hast du Lust, zufällig mit Palisade zu bauen, so ein bisschen? Nicht, gell? Ich versuche hier gerade. Du bist gerade noch am Palisade. Okay, alles klar, ich lass dich mal da wurschteln. Ich hätte dich nur gerne zur Palisade überredet, das gibt verschiedene Dinge. Alles gut. Ich hab's. Okay, jetzt kann ich helfen bei der Palisade. Weil das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel. Und wir müssen nur die roten Konturen da verfolgen, die du gelegt hast. Und die Blöcke hier. Du kannst dir mal einfach genau die Blöcke schnappen hier. Ich baue dir hier mal 4 Blöcke hin. Da verfolgst du die roten Konturen überhaupt nicht. Doch, voll. Wo bist du denn? Was macht er? Ach so, hier hinten. Ja, das bisschen da. Naja, gut, okay. Na gut, wir bauen das nochmal um. Hätte es nicht geklappt? Was hast du gemacht? Hast du mich gekickt oder was? Bin noch da. Ich bin mittlerweile immun gegen sowas. Wie? Hä? Wie konntest du den Command-Block ab? Was? Keiner weiß, was er tut, aber alle wissen, dass Wieso kann ich dich nicht forcen? Ich bin immun, das sag ich doch. Ach, weil du nicht im Spectator-Mode bist. Ah, interessant. Ach, soll ich kann in deinen Blick rein? Nee. Aber geh mal kurz in Game Mode 3. Ja. Bist du jetzt in meiner Sicht? Ja. Ah, okay, interessant. Es gibt diesen Force-Befehl, mit dem man jemanden zwingen kann, in eine Sicht reinzugehen. Interessant. Man muss dazu allerdings im Spectator-Mode sein, ansonsten geht das nicht. Das ist interessant. Das ist auch etwas, was ich nicht wusste bis jetzt. Okay, also wir machen das hier wieder weg und verfolgen die andere Runde. Ich helfe dir beim Wegmachen. Das kann ich, glaube ich, besser. TNT. Nein? Nein. TNT. Bam. So. Keiner hört AC/DC, oder? Hä? Das glaube ich nicht. Schreibt es in die Kommentare, wer von euch hört AC/DC? Dam. Da-da-dam. Da-da-dam. Da-da. Ba-dam. 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 Was? Achso, alle 4 Blöcke? Nein, total random. Also. Total random. Vielleicht kann man hier auch so ein Goldschürfer-Spiel einbauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Kann man das irgendwie in Minecraft... Es gibt es ja ganz, ganz, ganz beliebt in diesen in so Theme-Parks, dass du dann irgendwo Gold schürfst. Können wir das irgendwie als Minispiel einbauen auf dem Spielplatz?
Goldschiff war aber nicht schlecht. Was hast denn du gemacht? Total random. Ich gehe in meine andere Ecke. Du baust da, ich gehe in deine Ecke. Du bist so geil. Sorry. Alles gut. Sind die Deutschlehrer immer alles wörtlich nehmen. Koko, man muss immer mit Koko. Ach ja. Oh, der Koko lässt mal so. Ja? Wie ist der Koko? Nein, das muss man mit Koko Scherze machen. Das ist einfach wie irgendwie keine Ahnung. Ich mache das gerne. Gleich geht's weiter. Ich muss dir irgendeine Frage wollte ich dir stellen. Ich habe dann nämlich, Emian hat mir was geschrieben und ich habe gesagt, ich werde es dir sagen. Warte kurz, was ist das? Bitte nicht irgendwas mit den Pferden zu tun hat, die noch gedreht werden müssen. Nein. Ach ja, es ging darum, weil wir haben ja diese schönen Bilder in der hohen Auflösung gemacht. Und dann war die Frage, ob diese Bilder veröffentlicht werden dürfen, also ob die Zugang zu den Bildern bekommen haben. Jemand fand dieses Lama-Bild zum Beispiel so cool und war auch der Meinung, dass da sicher sehr, 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 sehr coole Screenshots entstehen und Bilder und ob man die veröffentlichen kann. Da wollte ich mal fragen, ja. Was du davon hältst. Ja, klar, natürlich, aber dann würde ich sagen, sollten wir uns beide crediten. Ja, nee, aber dass man sie halt, also das mir geht, ich glaube, denen geht es eher darum, weiß ich nicht, so als Desktop-Hintergrund zu verwenden oder solche Sachen. Und dann könnte man sowas ja irgendwie, wir könnten ja auch die Bilder, die wir für die Bilder dann auswählen, früher oder später, dass man die dann einfach noch einmal aufbereitet, dann kommt da das Redstone World Logo mit rein in das Bild und dann wird das Bild quasi veröffentlicht. Dann kommt es in irgendeinen Ordner zum Download oder wie auch immer und dann kann das jeder sich runterziehen, der das gut findet. Mach was als Giveaway zu Redstone World dazu. Finde ich cool. Ja, können wir gerne machen. Also ab 250 gibt es die ersten Bilder, die bis dahin schon auserkoren sind. Das ist bisher aktuell nur das Lama, aber vielleicht tut es sich. Ich glaube, da wird erstmal nur das Lama sein, aber es kommen auch später andere dazu. Ist ja in Ordnung. Ich habe tatsächlich auch nochmal ein bisschen Gedanken zu den Bildern gemacht. Ich weiß nicht, ob ich also die Hauptbilder Minecraft, ich überlege tatsächlich, dass die wirklich Kunstwerke bleiben und dass wir wirklich einfach nur ein paar Sachen in Szene setzen, die wir toll gebaut haben und dass wir da einfach Kunst mitmachen. Da müssen wir noch ein bisschen überlegen. Habe ich nicht ganz verstanden, was du jetzt meinst? Also ich hatte ursprünglich vor mit den Hauptbildern, ich verlängere den Timer mal, jetzt fällt das auf, dass wir hier. Oder sind wir gerade noch in der Aufnahme? Nee, ist ja noch eine Aufnahme, alles gut, wir sind noch in der Aufnahme. Achso, wir sind gerade in der Aufnahme, du hast gerade gesagt, warte mal kurz, ich dachte, du schneidest das jetzt raus, auch wie peinlich. Nee, alles ist nicht peinlich, alles gut. Okay. Nee, ich habe gerade mal kurz gesagt, das war eher so ein bisschen auch für meine Zuschauer, weil ich war eine Sekunde und habe nur in die Luft geschaut, weil ich da gerade die Nachricht rausgesucht habe, weil ich nicht mehr genau wusste, was die Thematik war. Ich wusste nur, dass es so wichtig war, dass ich es wirklich mit dir besprechen wollte. Ich weiß deswegen halt nie, wann du warte mal kurz zu deinem Cutter sagst oder zu deinen Zuschauern. Okay, alles klar. Nee, meinen Cutter spreche ich persönlich an, wenn ich mit ihm rede. Das sage ich dann schon den Namen und sage, dass er das jetzt hier wieder rausschneiden soll und so. Das mache ich persönlich. Der Name darf im Video nicht fallen, deshalb. Ah, ich verstehe. Brillant. Gut, der Name dürfte wahrscheinlich sogar auch fallen, ich weiß es nicht. Aber dann weiß er, dass er angesprochen ist. Das ist nämlich okay. Der große Vorteil an meinem Cutter. Der schaut sich die Videos alle noch einmal an, während er sie cuttet, logischerweise, weil er kennt sie ja nicht. Wenn ich die Redstone-World-Videos cutte, schaue ich sie mir nicht nochmal an, weil Redstone-Videos kenne ich, logischerweise, und gehe nur an die entsprechenden Stellen, an die ich mich erinnere, wo was gemacht werden muss. Und dadurch entstehen auch mal leicht irgendwelche Fehler, die nicht passieren. Und so hört sich das immer jemand zum Zweites noch Korrektur an und checkt gleich mal ab, ob ich irgendwo Mist gemacht habe oder Murks und kann das entsprechend ausbessern. Das ist echt total cool. Also lieber Katha, an der Stelle ein herzliches Dankeschön an dich. Hi, herzliches Dankeschön an dich. Wenn du das hier hörst, dann füg mal irgendwie einen kleinen Smiley an dieser Stelle ein. Einfach so im Video. Danke. Da würde er sich freuen. Das macht er gerne. Ach so. Da freut er sich, ganz sicher. Also ich finde es gut, wenn man einen humorvollen Cutter hat, der auch mal sowas mitmacht. Ja, absolut. Absolut. Nice. So, wir sind jetzt gleich mit dem Palisadenwall hier rum. Das finde ich gut. Dann haben wir den nämlich geschafft in der Folge. Der wird dann noch ein bisschen verschönert, Stück für Stück und alter ausgebaut. Aber das haben wir schon mal eine ganz... Was lachst du schon wieder? Ich wollte deinem Cutter gerade vorschlagen, wenn er dich mal irgendwann ärgern möchte. Einfach über die gesamte Zeit des Videos die Stimme von Kroko um 5% immer höher machen. Aber wirklich ganz, ganz langsam. Dass man es wirklich, nur wenn man wirklich, dass man am Ende irgendwie so denkt, so irgendwie klingt das komisch. Ja, aber am Anfang des Videos klingt alles in Ordnung. Also wirklich so über die 15 Minuten des Videos hinweg 5% insgesamt die Stimme anhöhen. Es gibt so einen Filter, den man nutzen kann. Glaub mir, das killt dich als Zuhörer und Zuschauer. Glaub mir. Hans-Dieter, das jetzt bitte rausschneiden. Okay. So cool. Okay, ja. Cool. Jetzt wahrscheinlich war die ganze Zeit die Passage
Dings darauf gelegt und ja. Okay, das finde ich jetzt schon mal, das ist jetzt schon mal ganz, ganz nett geworden. Wir haben auf alle Fälle mal abgesteckt, was es ist. Die Kids werden es lieben. Die können hier richtig hier schön Wikinger spielen. Ich verlasse diesen Bereich nicht. So, mein Pass ist abgelaufen. Damit ist die Folge eigentlich schon am Ende. Wir haben die Palisade geschafft, weitestgehend. Ja. Cool. Dann geht's in der nächsten Folge beim Joe weiter. Hab dich gefreut. Nice. Damit würde ich sagen, macht's es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!